Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy VI. Im letzten Part haben wir hier in Südfigaro Geralt getroffen, beziehungsweise nicht genau hier in Südfigaro, sondern eigentlich woanders. Aber wir sind mit dem Schiff hier rübergekommen nach Südfigaro. Und heute wollen wir den guten Geralt suchen, denn wir sind uns alle ziemlich sicher, dass das eigentlich Edgar ist, der vielleicht seine Erinnerung verloren hat, vielleicht auch einfach uns ignoriert, wir wissen es nicht. Jedenfalls sieht er aus wie Edgar und er benimmt sich auch so wie Edgar, deswegen, was haben wir denn, Blitz, achso, den Zauber, ja, deswegen suchen wir ihn jetzt hier und ich bin mal gespannt, wo er sich denn auffällt, irgendwo hier in der Höhle wahrscheinlich, oder? Ja, da oben, da ist er, glaube ich. Okay, jetzt haben wir hier einiges an Gegnern. Was seid ihr denn? Kopfjäger, Dubidu, Humpti und Humpti, alles klar. Interessante Name auf jeden Fall schon mal. Ich wollte mir ja genau, wenn wir den Kampf besiegt, beendet haben, werde ich mal kurz angucken, was denn der gute Sabin noch für wundervolle Angriffe hat, weil ich habe ja keine Ahnung so ganz. Ich kenne nur Faustschlag oder wie man es hieß und den hier. Die anderen kann ich mir nicht merken. Deswegen, das werde ich mal aufschreiben gleich. So, Moment, ich raume ein bisschen Platz hier auf meinem wundervollen Schreibtisch. Dann nehme ich mir jetzt einen Stift und schreibe mir gleich mal die Angriffe auf von ihm. Dass ich die mal langsam kenne. So, jetzt gehen wir mal bei Fertigkeiten. Sabin, Blitztag. Was kann er noch so schönes? Meteorit ist nach oben, unten und oben. So, Phönix-Tanz. Das klingt ein bisschen nach Wirbelleben, oder? Nee, schade. Hätte ich mir vorstellen können, dass es halt sowas ist wie, also so funktioniert wie die Phönix-Beschwörung und gleichzeitig mit wiederbelebt, aber leider nicht. Schade. Ja, okay, den kann man sich relativ gut merken. Aber bei Chakra war es natürlich schwieriger. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Es regeneriert. So, Moment, Meteorit stampft ein Gegner im Boden. Da schreibe ich mal hier Heilung dazu. So. Gut. Dann können wir es jetzt in den kommenden Kämpfen ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Gut, da oben, Mann, jetzt ist gar nicht Sabin. Edgar meine ich. Siegfried, diese Tunnel sind extrem gefährlich. Ich werde vorgehen und die Monster aus dem Weg räumen. Wartet hier. Okay, ich warte aber nicht, ich folge dir einfach. Und kennen wir die Höhle schon? Ist das eine, wo wir schon mal drin waren? Zu Beginn des Let's Plays oder so? Oder allgemein irgendein Let's Play mal? Ne, können wir mal in einem Encounter, toll. Gut, dann gucken wir uns mal an, was er denn schönes kann. Womit fange ich an? Machen wir jetzt mal hier. Na, nein. Also nach oben. Na, nein. Oh, Manu. Nach oben, nach oben. Nach unten, nach oben. Das ging gerade nicht nach oben. Was zum Teufel? Wahnsinn. Oh Gott, das ist hier verwirrt. Nein, hör auf. Ach du Scheiße, macht das viel Schaden. Könnte sie bitte, Dankeschön, wieder zur Vernunft bringen, wollte ich gerade sagen. So. Dann gucken wir uns jetzt mal die Heilung am besten an, weil Heilung kann ich gerade gut gebrauchen. Nein. Boah, wie ging das mal? Oh, ich hasse das. So. Oh, meine Güte, so. So. Hätte man das nicht nur mit 4 Richtungen machen können? Meine Fresse, ist das anstrengend. Ey, ich drück immer an die. Leck mich, nö. Das, nö, nö. Weißt du was? Nö, Spiel, nö. Nö, dann, nö. Sehe ich nicht ein. Dann machst du einen ganz normalen Angriff. Sehe ich nicht ein. Ey, geh mal auf den Sack. Boah. Das ist eigentlich eine voll coole Idee, so seine ganzen Dingsangriffe. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist das die andere Sache. Der dumme Müll nicht wirklich funktioniert. Ja, okay, den kann man sich merken. Das ist quasi nur ein Kreis. Phönix-Tanz.
Was zum Teufel? Das war ein bisschen krass. Den kann man sich relativ gut merken eigentlich. Gut, jetzt gucken wir uns einfach mal. Ja, in der Höhle war ich schon mal, wenn da oben die Truhe. Oder das war der Typ, den wir gerade getroffen haben. Dass der die Lehre gemacht hat. Oder so. Mann, oh. Was kann ich denn dafür, wenn dieser Kacke nicht funktioniert? Das muss am Handy voll einfach. Leck mich. Am Handy voll einfach gewesen sein, das zu tippen. Denke ich mir halt mal so. Na, okay, dann. Ja, okay, man hat einen relativ kleinen Bildschirm. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch doch nicht so einfach. Keine Ahnung. Je nachdem, wie man es halt nimmt. Aber da muss man nicht in die verschiedenen Richtungen drücken, denke ich mal. Sondern einfach nur auf den Kreuz wahrscheinlich rumtippen. Wahrscheinlich. Zumindest stelle ich es mir so vor. Ich habe die ja, was ich am Handy ja nicht gespielt. So, entweder hat jetzt der Typ die ganzen Truhen aufgemacht, oder wir waren in der Höhle wirklich schon mal irgendwann im Spiel. Ich habe halt keinen Plan mehr. Das ist das Problem, wenn einfach überall immer nur Höhlen sind, die gleich aussehen. Was bist du denn? Heilige Scheiße. Dante. Aber hoffentlich nicht der Devil May Cry. Oh, ich hab nach rechts gedrückt. Er hat sich angenommen. Mann, gib mir das auf den Sack. Ich werde mich jetzt den ganzen Part darüber beschweren, glaube ich. Nicht Konfus Stufe 3. Hat jetzt Sabine getroffen? Nö, scheinbar nicht. Weiß Hele scheint ja auch Mister, oder? Boah, das macht da keinen Schaden auf dem. Was ist das? Feurer, sehr schön. Nee. Na, das ist doch ganz nett, würde ich sagen. Karfunke. So, da ist auch nix. Das ist halt so das Problem, wenn die ganzen Höhlen gleich aussehen. Man weiß nie, war ich in der schon irgendwann im Spiel oder war ich da noch nicht drin oder wie sieht die Sache aus. Das ist so das Problem, was ich damit habe. Hast du einen Feuereffekt auf deiner Waffe drauf? Oder was? Okay. Sabinand-Gift, sehr schön. Wieso auch immer Ramu eigentlich Gift lernt. Das erklär mir mal wer. Oh, da sind die. Und wie geht es nun weiter? Komm schon, sei ein braves Schildkrötchen hier rüber. Gibt auch lecker Schmackofatz. Was? Ich kenne das Wort, aber was? Siehst du, Boss, ganz einfach. Hut ab. Danke, Boss. Hatte früher mal eine Schildkröte als Haustier. Oh, boy. Was zum Teufel? Da hüpft man einfach auf Schildkröten rum. Das ist ja witzig. Jetzt stirbt mir jeder weg, oder was? Das lief mal ohne Probleme. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Und auch vom Spiel. Ich frage mich, wie gut oder schlecht das auf dem SNES funktioniert hat. Ich glaube, da hatte man nicht mal dieses Kreuz, oder? Das heißt, wenn man was falsch gemacht hat, wusste man es gar nicht. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, da hat man auch eine Zeitbegrenzung oder sowas in der Richtung. Ich habe das mal gesehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, Moment, da war das hier relativ effektiv. Faustorbel und Bums! Sehr schön. Wundervoll. Das läuft doch hier wie geschmiert. Inzwischen. So, hier unten irgendwas? Nein. Und hier oben? Auch nur eine Truhe scheinbar. Oh, geht weg. Ich mag euch nicht. Ist gegen euch vielleicht teurer effektiv? Ne, wobei ist es wahrscheinlich nicht, oder? Was mache ich denn? Komm, ich mache einfach hier. Nein. Das war falsch. Ich hab's gewusst. Ach, Mann.
Oh nein, das hat sie wieder. Manu! Und sie brennt sich selbst ab. Meine Güte, was ist los mit dir? Nein. Oh, ich hasse es. Ich hasse... Oh, war das nicht so hier? Moment, das war so, oder? Ja, ich bin dumm. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es manchmal einfach so sehr. Oh, okay. Ich meine, Sabine ist ja auch theoretisch im normalen Angriff ziemlich stark. Ich muss die Blitzhexe gar nicht machen bei normalen Kämpfen, aber ich meine, wieso sollte ich es nicht machen? So, da unten ist nichts weiter, ja? Nur die Truhe, genau, alles klar. Hätte also sein können, dass dahinter noch ein Weg ist, aber macht man ja eigentlich nicht, dass man eine Truhe hinpackt und es dahinter noch weitergeht. Außer es ist halt so ein geheimer Weg, aber ja, ansonsten sieht man das selten, dass es mit einer Truhe noch weitergeht. Sag ich mal. So, naja, Kopfjäger lebt nur noch. Dann kannst du normal angreifen, ohne mit zaubern. Ich habe aber keine MP mehr, das ist uncool. Hör auf! Sehr schön. Er hat es nur auf Sabine gemacht. Und er hat es abgeblockt, das ist relativ gut. Sehr schön. Das ist doch praktisch. Und Celis kriegt ein Level ab, wundervoll. Dann können wir jetzt auch auf den Schildkröten rumspringen. Oh Junge. Das solltest du eigentlich hinkriegen, hoffe ich mal. Nein, kriegst du. Macht. Oh Gott, ich hab. Ah! Das war sehr präzise gesagt, ich weiß. So, komm, Phoenix. Ich denke mal, nach diesem Kampf jetzt hier werde ich die Kämpfe rausschneiden. Außer es kommt halt neuer Gegner. Aber ich glaube, wir haben inzwischen jeden hier gesehen. So, Schildkröti. Ja, guck mal hier. Komm. Sehr schön. Und hier geht's weiter. So viele geplünderte Schatzkisten. Vielleicht hat ja auch irgendwie Edgar oder so geplündert. Ich meine, der ist ja auch hier. Oder halt seine Liebe, wie auch immer. Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich sehen. Aber die Höhle kommt mir doch noch nicht bekannt vor. Ich meine, jetzt können wir ja gar nicht hier gewesen sein. Weil dort hinten die Truhen noch nicht... Also wenn die Truhen hier... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über eine Schildkröte gesprungen sind. Deswegen... Glaube ich nicht, dass wir hier schon waren in diesem Gang. Wenn die Truhen hier schon auf sind, muss das heißen, wir waren in dieser Höhle definitiv noch nicht. So. Hä? Ach, man kann... Das ist seltsam. Das ist ziemlich, ziemlich seltsam, aber okay. So, was haben wir hier Schönes? Wieder euch. Euch putzle ich schön mit meinem Phönix-Tanz weg, würde ich sagen. Ach ja. Sehr schön. Ba, ba, ba. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich inzwischen wieder? 29.000. Das ist einiges. Einiges an gutem Geld. Und wir sind in Schloss Figaro. Da gehen wir gleich erst hin, weil da oben war noch ein Weg. Der mich eh nur zu einer... Ah, das ist er. Wir sollten uns etwas beeilen. Naja, und er rennt einfach weg. Kann ich ihm jetzt irgendwie... Bist du neu? Ach, ich wollte Kämpfe rausschneiden. Stimmt, ups. Aber ich glaube, der Gegner ist neu, oder? Oder ist das der, der auch in den ersten Kämpfen... Mann! In den ersten Kämpfen mit dabei war. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man dieses Ding, dieses Kreuz nur eingefügt wegen der Handy-Version halt. Und dann für die PC-Version, weil man zu faul ist, wieder rauszunehmen. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das war im SNES-Original nicht dabei. Aber egal. So, Figaro. Seid ihr bei Bewusstsein? Haltet doch ein bisschen durch. Eine Uhr. Ist auch nichts dran, schade. Also kein Elixier. Du siehst aber nicht so aus, als ob dir irgendwas wehtun würde. Au. Wieso kommt jetzt hier... Manu. Fucking Random Encounter. Oh nein, das ist... Manu. Okay, er macht sich selbst wieder zurück quasi. Sehr schön. Ach komm, die greifst du nochmal. Die haben eh kaum Schaden durch Magie. Die nehmen eh kaum Schaden durch Magie, das würde ich sagen. So.
Das kriege ich inzwischen wenigstens relativ gut hin. Auch keine Runde, komm. Der lebt noch. Ernsthaft jetzt? Oh, komm schon. Mach ihn tot. Sehr schön. Und du bitte auch. Wundervoll. Ich wollte die Kämpfe rausschneiden. Ich erinnere mich. So, Moment. Ich denke mal, ich bin jetzt hier unten richtig, oder? Deswegen gehe ich da gar nicht erst hin, sondern gehe erstmal hier hoch. Ah, das ist verschlossen. Im Thronraum. Okay, das ist klar. Was geht jetzt hier ab? Hier ist irgendwie alles zu. Du so. Echt. Das ist echt ätzend. Ich weiß, dass das Wort ätzend heißt. Ich wollte nur witzig sein. Ach ja, rausschneiden. So, sehr schön. Ah, man hätte sich ruhig mal hier neue Gegner ausdenken können. Wo bin ich denn jetzt? Truhen. Schweberute und Kristallhelm. Nice. Wundervolle neue Ausrüstung. Mäh. Und du kannst es gar nicht ausrüsten, oder was? Okay. So, dann... Das ist hier schön. Das ist bestimmt der richtige Weg, oder? Wenn es ja schon so rot an den Wänden glüht. Also an den Fackeln, meine ich. So, wundervoll. Ich hoffe mal, wir bekommen jetzt hier den nächsten Save Points, weil wir sind fast schon beim Folgenende. Ich meine, es ist noch ein paar Minuten, aber ich meine halt nur so. Ich muss mich immer darüber beschweren, dass es keine Save Points gibt, oder? In jedem Let's Play ist echt schrecklich. Immer und immer wieder sage ich die gleichen Sachen von wegen, Save Point. Und du bist auch wieder hier, das ist ja spannend. Ich hoffe, du gehst einfach ganz schnell weg, Dante. Das wäre echt super von dir. Wusch. Das war gar nicht mehr so stark. Stimmt, gegen die war Faustwirbel stärker, ich erinnere mich. Was auch immer. So, wo komme ich eigentlich hier oben hin? Bin ich hier hinten? Ich denke mal, die Mitte da ist richtig. Ja. Königskrone. Okay. Ausrüsten. Das ist bestimmt ein Helm, oder? Hm. Ja, habe ich mir gedacht. Nur für den König. Auch wenn Salbe nicht der König ist, sondern Edgar, aber er hätte sein können. Entschieden durch einen Münzwurf. So, ja, das nehme ich, würde ich sagen. Da steigt mehr als fällt, deswegen nehmen. Nimm, mein Guter, nimm. Und begnüge dich damit. So, hier unten ist nichts mehr. Wundervoll. Dann können wir jetzt den richtigen Weg ansetzen. Solche Dungeons mag ich immer. Man hat zwar mehrere Wege, aber sie gehen nicht irgendwie ewig lang und voll verwirrend, sondern nur mal kurz so, ja, da ist was und da und alles klar. Und das ist doch schön. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr. Naja, ich krieg's ja inzwischen irgendwie ganz gut hin, würde ich sagen. Irgendwie. So halb. Oh nein, hör doch auf, Seeles. Was ist los mit dir? Ich hasse Fähigkeiten, die verwirren können. Ich hasse sie abgrundtief. Dankeschön. Dankeschön, dass du dich selbst wieder geheilt hast, quasi. Bams. Und tschüss. Ach ja, ich wollte rausschneiden. Ich werde jetzt einfach immer 24/7 wahrscheinlich sagen. Was war es gerade für ein Ton? Der klang seltsam irgendwie, aber okay. So, ich wollte noch heilen. Vitra, so, wundervoll. Wie viel halt eigentlich so ein Turbo-Ether? Nur mal so als Frage. 150, okay. Bringt ja gar nicht mal so viel eigentlich. Allgemein, Ether sind in diesem Spiel irgendwie voll nutzlos. Ein Monster hat also die Maschinen blockiert. Boss, was sollen wir tun? Die Speicher mit den Schätzen befinden sich hier hinter. Ich werde das besänftigen. Geht weiter. Beschäftigen, nicht besänftigen. Das ist so gefährlich, Boss. Ich sagte, geht. Edgar. Was steht hier noch unter euch herum, heute, Seeles? Wartet ihr auf eine persönliche Einladung? Zweifelsohne Edgar. Wieso hat das jetzt... Wow, sieht das cool aus. Wieso hat das jetzt plötzlich uns zu erkennen gegeben? Egal, ich bin froh drum, dass er
sich uns zu erkennen gegeben hat. So, stimmt, du hattest deine Gadgets und sowas. Mal gucken, wie das funktioniert alles hier. Okay, einer davon, wird davon geheilt. Uncool. Das heißt, eine ist feuerresistent. Egal, das klappt schon irgendwie. Ich liebe Asbusting, by the way. Na, 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 na. Was hat er für einen Zustand? Ach, langsam. Was macht Cedes da oben? Stand sich schon keine Zeit da oben? Wenn ja, habe ich sie gar nicht bemerkt. Oder Phönix-Tanz macht... Ah, die hat sie gegriffen. Ups. Uncool. Der Phönix-Tanz macht gar nicht mal so viel Schaden, ehrlich gesagt. Ich muss mal ein bisschen heilen hier. Sie haben alle gemacht. Uncool. So, macht vielleicht Aisra. Bestimmt heilt Aisra eine, deswegen. Oh, das hat die Liga gegriffen. Mano. Autoarmbrust. Kann man einer von denen sterben, bitte? Ich liebe es so sehr, dieses Wetter-Team. Einer ist tot, sehr schön. Praktisch. Wieso kann ich Edgar nicht treffen, weil er auf der anderen Seite ist, oder was? Interessant, interessant. Das ist einfach so geil. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Tut mir leid. So, Moment, dann machen wir einfach mal hier. Moment, falsch. Aura-Kanone, würde ich sagen. So, und du machst weiterhin. Schön Feuerer. Hoffentlich trifft das jetzt Sabin, Edgar nicht. Wieso gehst du denn auf die? Die wird doch immer geheilt. Was ist los mit dir? So, jetzt lohnt es auch nicht mehr, mit Feuer anzugreifen, weil es nur noch einer davon hoffen wird. Vielleicht ist der Eis besser, wer weiß. Und die ist schon tot, dann gehst du mit der auf Eis, würde ich sagen. So, du haust bis drauf. Das ist kein das ist kein schwerer Bosskampf, aber ja, ist echt cool. Mir gefällt so. Komm, das kriegst du, wenn es hier ist. Sehr schön. Wieso gab es wirklich nicht zu erkennen? Ich wusste von der Fehlfunktion der Burg. Ich wollte helfen, doch wie inmitten des Sandes. Der Zufahrer wollte, dass ich diese Diebe traf, die aus der Burg entkommen waren. Du hast sie benutzt. Es war der einzige Weg. Und sie hätten mich nie akzeptiert, hätten sie erfahren, dass ich der König Figaros bin. Sie hätten dir den Hals umgedreht. Schließlich hast du sie ins Verlies gebracht. Du hättest uns trotzdem ruhig einweihen können. Vorsicht, sie kommen zurück. Wir müssen uns verstecken. Boss? Boss? Ob ihn das Monster erwischt hat? Naja, so lange war er nun auch wieder nicht unter Boss. Hast recht, hauen wir ab. Du lässt sie gewähren mit all den Schätzen? Ihre Schätze sollen sie haben. Diese arme Schlucker trifft keine Schuld. Der wahre Schurke ist Kefka. Also schließt du dich uns an? Ja, lass uns mal wieder richtig aus dem Putz hauen, Brüderchen. Oh boy. Wieso kommen jetzt hier Random Encounter? Kann das Spiel bitte einfach nicht? Mano, ich will einfach hier raus. Naja, ich würde sagen, dann machen wir den Part. Nein, ich kann den Part auch nicht länger machen. Ich gehe jetzt mal hier ohne euch raus und falls irgendwie zwischendurch noch irgendwas passieren sollte, keine Ahnung, dass irgendwie ein Boss noch kommt oder so beim Rausgehen, dann schneide ich euch wieder rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao. Bobby Road, tschüss. Okay, da sind wir wieder. Denn der Typ hier, als ich rausgegangen bin, hat mit mir geredet. Die Maschinen laufen wieder, wir tauchen auf. Sehr schön. Das ist praktisch. Dann kann ich jetzt auf der Oberwelt speichern, oder? Hier bleiben bitte. In Kohling ist doch bestimmt Lock, oder? König Edgar, willkommen zurück. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns in der Burg im nächsten Part nochmal um, ob wir noch was finden können oder so. Das war's dann wirklich für die Folge jetzt. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss.